Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 20, die letzte Folge für diese Woche. Auf einem Freitag natürlich. Von Transportiva 2 natürlich und die Staffel 4. So, wir haben jetzt hier eine neue U-Bahn mit angeschlossen und in Betrieb genommen. Wobei man natürlich ausprobieren könnte, ob wir mit der U-Bahn, wenn wir von hier unten kommen, auch noch was gewinnen. Wenn wir, was weiß ich, hier irgendwo U-Bahnhof reinsetzen. Aber ich fürchte, wir kommen dann hier nicht tief genug. U-Bahnhof. Hier nicht tief genug kommen, das ist so meine Befürchtung. Hier rein, mit diesen drehen. Ja. Können wir mal gucken. Hier die U-Bahn-Verbesserung auch reinbekommen. Mein Ziel wäre es jetzt, hier und dann hier einzutauchen. Jetzt war die Bahnlinie mit anmischen. Sieht gut aus. Dann gehen wir von hier quasi mit raus. Quasi raus, so. Fahren quasi hier ein. Brauchen jetzt hier. Dann hier nochmal, bevor er reinfährt, ein Signal. Quasi hier. Kommt er da durch? Müssen wir nur die U-Bahn 3 verlängern. Flughafen, altes Dorf. Vorstadt. Altes Dorf. Jawohl. Gut aus. Müssten wir nur noch auf der U-Bahn-Linie 3 den Zug zumindest verdoppeln. Und dann könnten wir tatsächlich schon von hier nach hier eine Menge Entlastung reinbringen. Vorausgesetzt, wir schaffen hier nochmal eine Straßenbahnlinie, die hier im Dorf, oder eine Buslinie, die hier im Dorfe so ein bisschen was mitnimmt. Ja, das machen wir. Buslinie. Nichts Wildes, nur einmal hier. Hier, wo er sich mit dem schneidet, kommst du hier mit ran. Hier seid ihr mit bei. Hier kommst du mit. Hier bist du dabei. Und dann kommst du nochmal hier lang. Und starten tust du da hinten.
Zunächst nehme ich hier einmal. Nee, nicht 8. 8 war richtig. 1 muss da. Eins muss die 1. Acht. Ja, die 8 muss auf die 2. Hast du schon richtig gesehen. So. Ja, das sieht doch gut aus. Müsste jetzt die 105 sein. Natürlich auch noch Busse drauf auf der 305. Mal sehen, wo wir das nächste Straßendepot haben. Und ich auch wieder hier hinten lassen, ne? Oh, hier die EZ-Taros reichen hier für den Ort tatsächlich. So. Verbesserung, Verbesserung, Verbesserung. Machen wir aber hier tatsächlich so ein bisschen dem Ganzen hier so entgegenwirken können, dass das hier weniger wird, jawohl. Oh, hier kommen immer noch so viele an. Irgendwas war hier komisch, ne? Hier hat mich irgendwas gestört. Den letzten Halt hier brauche ich nicht. So. Jetzt geht er hier los und kommt dann automatisch hier wieder her. Jawohl. Das ist auch nicht so voll. Jetzt setzen wir ihn. Das Terminal nur noch ein. So. Man dreht ja auch nicht mal so brutal. Fertig. So ein paar Schönheitsarbeiten. So, wer fährt jetzt hier noch viel? Der ICE hört auf, so viel zu fahren. Wer denn hier hinten jetzt hinterhergekommen? Ja, sieht gut aus. Gar nicht so schlecht aus. So. Guck mal, es geht langsam aber sicher hier Richtung schwarze Zahlen. Gucken wir uns jetzt hier an. Wer fährt hier noch viel? Oh, Flughafen Express braucht definitiv eine Verstärkung.
Probieren wir es mal mit einer zweiten. So, was ist mit dir hier? Ja, das scheint auch gut zu funktionieren, jawohl. Aber hier sind nicht mehr so viele Leute. Aber gut, das liegt daran, dass die halt hier nicht schnell genug rangebracht werden, nicht? Das müsste ja vorbei sein in der Sekunde, wo er hier vorbei ist. Gucken wir mal ein bisschen vor. Was er jetzt losjagt, jawohl. Müsste ja jetzt eigentlich gut funktionieren, dass er bis da hinten hinkommt. Jawohl. Gehst du von hier nach ganz links rüber? Perfekt. Stehst jetzt gleich perfekt. Ja, so lasse ich mir das gefallen. So, schließen wir jetzt hier hinten noch eine Stadt an, so Bruchmühle oder so, und dann Herschbach, Niedermöhr. Und Rötzelberg, quasi hier so eine durchgezogene Linie von hier nach hier. Oder hier so ein Kleinort, Lostau, dann nach St. Margarethen oder so und dann Treukböhler. Oder machen wir jetzt tatsächlich hier den nächsten Weg, den Schnellzug nach, nein, das machen wir nicht. Die Verbindung lasse ich lange, lange. Wow. 566 Leute, die hier warten. Auch der Zug ist, glaube ich, ein bisschen unterfordert. Also überfordert. 27 wollen hier mit. Logisch. Und dann gehen wir eben, so ist schon drei. Da wäre nur einer, nein, es sind schon insgesamt drei unterwegs. Da kommt der nächste. Da sitzen schon 55 drin, das ist das Problem. Da haben wir das Problem, der ist schon hier. Gleich voll. Da gibt es auch welche, glaube ich, die mehr Kapazität haben. Da hat 55 Kapazität. Er hat 88. Geht. Wechseln. Weil hat er dann schon mal ein bisschen mehr, die er mitnehmen kann. Ist auch nicht viel, was er dann mitnimmt, ne? Muss man natürlich auch sehen. Aber keine Beschriftung mehr vorne drauf. Das sind die Beschriftung ist weg. Später deswegen, ne? Den doof. Auch hier mal verschöne das Ganze in
Sommerland. Hier. Einmal auf die 3. Kurz pausieren. Da findet er den Weg nicht. Warum nicht? Achso. Wahrscheinlich, weil von hier nach hier jetzt. Kein Problem. Dann gehst du zukünftig jetzt einfach. Nicht schön, aber ist halt so. In die andere Richtung weiter. Zumindest bist du. Oh, nö, fahr mal ruhig in die Richtung. Ist nicht schlimm. Nehmen wir dann noch einen vierten mit zu. Dann hat man ein bisschen mehr Betrieb. Noch einen vierten dazu. Wir gucken mal, wenn wir jetzt noch einen dazu nehmen. Schauen wir mal, ob es jetzt besser wird. So, hier bei der U-Bahn ist natürlich ordentlich Betrieb. War, glaube ich, eine gute Idee mit der U-Bahn. Und da kommen schon 31 an. Wir müssen die Fahrzeuge auch verwalten. Wie war denn das? Das war elektrisch schon. Also eine ganz komische war das. Nicht im Sinne von haha komisch, sondern bauformtisch war das. Du das? Du warst das, ne? Ja. Verdoppeln wir mal die Größe. In Hoffnung, dass das dann hier besser wird. Das Problem ist, je besser der Transport wird, desto schwieriger wird es, die hier wegzubekommen. So, jetzt kommt hier der erste angebraust. Hat aber auch schon 88 drin. Dann wahrscheinlich nur ein paar aussteigen. Wenn überhaupt. Müssten eigentlich die 88 von Anfang an noch sein. Wie ist denn das, wenn der hier von hinten wiederkommt? Hat auch schon 82 drin. Aber gut, das wird sich jetzt abbauen, Stück für Stück. Gucken wir mal hier weiter. Ja, guck mal, das nimmt sich jetzt hier schon ein bisschen zurück. Flughafen Express sind nur noch 30 Leute, die da fahren wollen. Hier wollen aber 130 mit, das ist auch. Das heißt, der kriegt auch schon mal ordentlich Betrieb. Er hat 140 weg, das gefällt mir. Hier ist es nicht mehr so brutal voll. Na, weil hier jetzt natürlich U-Bahn doch auch entlastet. Na, guck mal. Auch sehr schön. Hier ist jetzt auch ein bisschen Betrieb. Sehr schön. Es nimmt zu. Gucken wir uns mal das Ganze wieder im. Ja, ist schon recht. Doch sehr laut hier rund um den Flughafen. Vielleicht müssten wir sogar den Flughafen auf die andere Seite vom Kanal mal zurücklehnen, mal drüber nachdenken. Weil es ist doch ein ganz schön lautes Gerät, so ein Flughafen.
Wie sieht es jetzt generell aus? Oh. Achso, Moment. Hier war das. Na, guck mal, der ICE hat das gut abgearbeitet hier. Können wir wieder die alten nehmen. So. War es gut abgearbeitet. Jetzt nehmen wir wieder die. So. U-Bahn 1 fährt nicht. Dieses hier hat hier die U-Bahn 1 wenigstens ein bisschen Betrieb. Ja. Geht. Hier, ja, hier ist auch ein bisschen Betrieb. So, du hast das aber auch nicht gut hingekriegt. Ja, mein Probedingern hatte ich hier eine U-Bahn-Station noch mit eingebaut. War scheinbar ohne auszukommen. Hier, was wir noch machen könnten, ist vielleicht nochmal eine U-Bahn-Verbindung nach hier und hier dann nochmal, so querfeld. Aber dann würde ich ja der Stadtbahn die Grundlage nehmen, das will ich eigentlich auch nicht. So, gucken wir uns das Ganze jetzt nochmal hier drüben an. Ein Thema habe ich hier noch nicht für diese Folge, wo ich ein Foto von machen konnte. Oder passe mich mehr drauf? Terminal 1. Da immer noch zu viel, aber es passen mehr drauf. So. Du bist in Betrieb mit 96 Leuten, das ist schön. Du wirst auch hier fleißig weggefahren, das gefällt mir. Wie ist hier? Wir fahren 205. Aber da habe ich jetzt auch schon größere Züge reingekriegt und hier der Flughafen Express, ne? Also der brummt. Hier ist immer noch ordentlich Betrieb unterwegs. Trotz der großen U-Bahn-Linien und dem Streckennetz. Weil gefühlt haben wir ein richtig gutes Streckennetz. Aber irgendwie genug. So, wie sieht es hier aus? Immer noch 500 Leute, die hier hin und her wollen. Aber jetzt gehen hier wenigstens immer mal 50 mit rein. Das ist gut. Hier passen jetzt 50 rein. Wie ist es mit dir, wenn du gleich ankommst? Auch hier 60, das ist gut. Ding war so abgearbeitet. Braucht nur ein bisschen Zeit. Das ist super. So, dann können wir hier dann noch eine weitere... weitere Straßenbahnlinie bei Zeiten etablieren. Aber im Moment läuft ja alles noch. Und der fährt hier unermüdlich. Wie die Eisenbahn. So, wie sieht es hier aus? Hier noch voll.
hier fast gar nicht mehr. Hier können wir jetzt halt 3 der Fahrzeuge verkaufen. Brauchen wir nicht so viele fahren lassen. Dafür ist hier gut Betrieb im Flughafen Express, das gefällt mir. So, perfekt. Gut. Ich würde sagen, wir machen hier einfach mal ein Stadtfoto. Und dann nennen wir es einfach Quaselei, die Folge. Weil, wie ihr gesehen habt, so viel habe ich heute nicht gebaut. Tut mir auch leid. Aber das muss auch mal sein, dieses Durchgucken. Wo können wir noch optimieren? Wo ist noch Optimierungsbedarf? Finde ich persönlich jetzt nicht verkehrt. Aber guck mal, jetzt haben wir hier tatsächlich mehr Bewegung reingekriegt. Und das nächste Mal gucken wir dann, ob wir den Flughafen hier nicht hier drüben hinsetzen. Was läuft gerade hier so gut? Und ja, es ist ein bisschen laut hier in Neuenkirchen Flughafen. Aber jetzt nicht so, dass es so brachial ist. Da ist es hier schlimmer. Hier ist es nicht schön. 30, aber auch nur mit 30, also das ist... Und hier aber die ersten Abzüge, weil hier so wenig Stationen sind, aber eigentlich ist das doch gut. Gerade ich hier finde ich das Netz eigentlich besonders dicht. Und komisch. Naja. Aber wie gesagt, hier wie die Uhrwerke, 27 Millionen bringen die mit jedem Ankunft ein, das finde ich gut. Gut, dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch schon mal ein charmantes Wochenende. Genießt es. Und wir sehen uns dann am Montag wieder. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ach ja, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Aber ansonsten, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.